Lean Administration, der Mythos lebt. Herzlich willkommen auf meiner Seite, geehrte Damen und Herren, zu dem heutigen Fachanlass. Mein Name, wie bereits erwähnt, René Waltisberg. Ja, wie viele E-Mails haben Sie pro Tag? 20, 30, 40, 50. Haben Sie mal die E-Mails analysiert? Wie viele CC sind es? Wie viele sind relevant für Ihre Geschäftstätigkeit? Ja, wie viele sind relevant Kunden? Beziehungsnöch, wo schlussendlich auch wieder ein mögliches Potenzial für Wertschöpfung gibt. Wie viel Zeit verbringen Sie in Sitzungen? Wie viel Zeit werden Sie vielleicht abgelenkt durch Tür- und Angelgespräche? Und am Abend haben Sie dann das Gefühl, jawohl, ich habe eigentlich sehr viel gemacht, aber die Hauptaufgabe habe ich vielleicht nicht machen können. Wenn es Ihnen so geht, dann sind Sie da eigentlich richtig. Ja. Wir haben gehört, Lean in der Produktion, das ist gängiges Thema, schon lang bekannt. Lean Administration, ja, ist man noch ein bisschen auf die Tuchfühlung, man weiß gar nicht so recht, funktioniert das überhaupt, kann das funktionieren? Lean, wer hat es erfunden? Die Japaner. Ich möchte ganz kurz einen Blick auf die geschichtliche Entwicklung werfen, damit man ein bisschen versteht, warum es eben Lean Administration noch nicht so verankert ist, wie vielleicht Lean in der Produktion. Wenn wir hier schauen, 1202, wir könnten noch viel weiter zurück in der Geschichte. Schifffahrtsbau im Stundentakt in Venedig, dann 1900, Henry Ford, Fließband, erste Massenproduktion für Auto. Und dann können wir hier Toyota, 1950, Entwicklung, Entstehung von dem sogenannten Toyota-Produktionssystem. Toyota-Produktionssystem. Aber auch hier ist es noch nicht so wirklich bekannt gewesen. Wenn wir da übergehen, so in den 80er Jahren, ist das durch das MIT, zwei Professoren, Womack und Jones, bekannt worden in der westlichen Welt bei uns. Und das ist halt ein Brückenschlag von Japan in die westliche Welt, warum man heute sehr oft auch in der Literatur und in der Thematik von englischen Begriffen redet. Aber auch hier ist es immer noch vor allem in der Produktion gesehen. Erst später, so um 2000, hat man dann angefangen zu realisieren, wie wir schon eingangs gehört haben, was nützt es uns, eine super Durchlaufzeit zu haben in der Produktion, aber vorgängig und nachgelagert verlieren wir viel zu viel Zeit, bis der Kunde nachher mit dem bedient wird, was er eigentlich will. Und dann hat man angefangen, Lean Administration einzuführen, selbstverständlich dann auch im Gesundheitswesen und so weiter. Das ist ganz wichtig zum Verstehen, wie das entwickelt worden ist und wie das vorhergegangen ist. Also Fazit, wenn man das gesamtheitliche System will und 100% will ausschöpfen, dann muss man Lean als gesamtheitliche Kultur und Philosophie in die gesamte Unternehmung können implementieren und dort nachher die Potenziale auch können realisieren. Wenn wir hier auf die Grafik schauen von Google Trends, zeigt es eigentlich ganz schön, wie das Thema präsent war und weiterhin auch präsent wird sein. Und wenn man darauf schaut, wir Schweizer sind da unter den Top 3 Googler, können wir da uns finden. Und das ist der Beweis, dass eigentlich das Thema nach wie vor in aller Munde ist und dass das Nachhaltigkeit mit sich zieht. Das hat der Peter Drucker bereits im letzten Jahrhundert gesagt. Und wenn wir in den administrativen Bereich mal umschaut und das vertiefter analysiert, sieht man, dass dort mindestens 20-30% vom Verbesserungspotenzial einfach brach liegt. Also ein grosses Potenzial. Und das ist auch die grösste Herausforderung, dass wir in der Zukunft die Wissensarbeit können transparent machen können, mit der Wissensarbeit können, umgehen können. Und das wird nachher ein Wettbewerbsvorteil werden für jedes Unternehmen, wenn man das kann. Und wieso ist denn das so, dass man das eigentlich noch nicht macht? Wenn man ja anschaut, das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz, 75% davon findet eigentlich durch Dienstleistungssektoren statt, die eigentlich genau im Wissensbereich tätig sind. Können Sie mir sagen, warum es das so könnte sein? Dass man sich dem gar nicht so vertieft angenommen
wenn es ja umso wichtiger ist. Wir haben gehört, der Produktionsstandort Schweiz ist sehr unter Druck. Und ja, was gäbe es da für mögliche Antworten? Es ist nicht so Transparenz, was man denn administrativ macht oder was man denkt. Oder? Genau. Ich kann es nicht anlängen, ich kann es nicht greifen. Transparenz. Zwischen vielleicht Gründe? Fehlende Methoden, Instrumente zum Analysieren und die Verpflichtung anzubringen. Vielleicht, dass wir das. Transparenz schaffen. Ja. Wie kann man Transparenz schaffen, genau? Genau. Also, sie sind immateriell, sie sind nicht oder schwer greifbar, sie sind interpretierbar, unterschiedliche Werte und teilweise eben unsichtbar. Hier ein kleines Beispiel von einer Entwicklungsabteilung, wo ich sie mal gefragt habe, ja, wie dünnt ihr euch planen, steuern und schauen, wie die Ressourcen eingeteilt sind. Der Stand da gesagt, ja, wir haben alles auf Excel. Wo ist denn die Excel? Ja, die haben wir im System. Und wenn man die Mitarbeiter mal gefragt hat, wissen die eigentlich, wie das Gesamtteam, wie der Status und wie die Aufgabenbelastung ist und wie die Projekte stehen? Nicht wirklich. Also hat man angefangen, einfach auf einem Board zu visualisieren, was haben wir für Aufgaben, wer ist verantwortlich für welche Aufgaben, wie ist der Status und was läuft. Ganz einfache Methode, um Wissen oder Aufgaben transparent können zu machen. Und das hat nachher geholfen, ein besseres Verständnis aufzubauen und sich da mal einen Schritt in der Regelkommunikation zu verbessern. Es gibt ja verschiedene Erfolgsfaktoren von einem Unternehmen. Und es sind nicht die einzigen, aber die drei bestimmen und sehr zentrale Erfolgsfaktoren. Das eine ist ja Qualität, das andere ist Kosten und das dritte ist bei Zeit, Performance. Wenn ihr jetzt die drei Erfolgsfaktoren müsstet priorisieren und sagen, welches ist eins, welches ist zwei und welches ist drei, was würdet ihr da nennen? Abhängig von Strategie. Ja, schon. Ja, kann sein, ja, abhängig von Strategie. Qualität, Kosten. Qualitätszeitkosten. Qualitätszeitkosten. Teilen diese Auffassung alle von Ihnen? Sind alle gleich für mich? Sind alle gleich? Ja, das ist immer gut, aber alles gleich. Man muss immer ein bisschen schauen, wie tut man es priorisieren vielleicht. Wenn man es priorisieren müsste. Dass alle wichtig sind, das ist so. Am Ende vom Tag zählen Kosten, aber dass wir die Kosten noch erreichen, ist Qualität der wichtige. Also haben wir gleich mal einen gemeinsamen Nenner. Qualität. Ja. First Quality. Und das vor allem am Wirtschaftsstandort Schweiz. Oder? Wir können uns nicht erlauben, minderwertige Qualität zu machen, weil dann haben wir sehr schnell jemanden anderen gefunden, der das vielleicht gleichwertig zu einem anderen Preis machen kann. Ja, wer definiert denn eigentlich Qualität? Der Kunde, genau. Also wir müssen es fertig bringen, die nötige Qualität zur richtigen Zeit können bereitstellen, die der Kunde will. Und nicht, wie oft auch geglaubt wird, die Qualität, die wir eigentlich wollen, intern herstellen. Also über Qualität, das ist nicht gefragt. Die richtige Qualität, die gefordert ist. Dann, was ist denn Qualität in der Administration, in der Produktion? Wir können es meistens ja das Teil anlängen, wir können es messen, wir können es prüfen. Ja, aber in der Administration, was ist denn die Qualität? Ja, Prozessqualität. Prozessqualität, Oder dass der Kunde auch das überkommt, was er will. Und was ist die Grundvoraussetzung, dass er das bekommt, was er eigentlich will? Dass ich weiß, was ich will. Dass ich weiß, was ich will und dass der Input, oder? Richtig einkommt. Dass kein Missverständnis zum Beispiel vom Verkäufer zum Verkaufsinnendienst entstehen, damit schlussendlich irgendetwas ganz anderes hinten rauskommt. Ja. Also die Datenqualität, die Prozessqualität sind entscheidend in der Administration, um da können erfolgreich sein. Also haben wir auf die Geist, zweite haben wir gehört. Sind wir jetzt bei der Zeit oder sind wir bei den Kosten? Zeit, alle Zeit. Jawohl. Warum jetzt Zeit? Und nicht Kosten. Wir müssen Kosten treiben, oder? Wir müssen schauen, wie unsere Kosten tief sind.
Zeit sind Kosten. Genau. Ja. Also wenn ich eine gute Qualität habe, hat das einen positiven Einfluss auf meine Kosten, logischerweise, Kundenzufriedenheit, Wiederverkäufe und so weiter. Wenn ich Zeit im Griff habe, hat das einen positiven Einfluss auf meine Kosten. Genau. Und dann, wenn ich das im Griff habe, Qualität und Zeit, die Performance, dann werden die Kosten hier automatisch runtergehen. Das werdet ihr merken, wenn ihr das in den Herstellkosten vergleichen und dort daran arbeitet und dort besser werdet. Wird das automatisch passieren. Hier noch ein kleines Beispiel zur Qualität und Zeit. Wie ist es heute bei Ihnen, wenn Sie den Verkäufer zu einem Kunden gehen, zum Beispiel, und dort ein Angebot diskutiert? Wie lange dauert es, bis der Kunde nachher die Offerte, das Angebot auf dem Tisch hat? Was ist so der normale Durchschnittswert oder euch ein Erfahrungswert? Könnt ihr etwas schätzen, was ihr getan habt oder vielleicht selber erlebt habt, wenn ihr mal etwas bestellt oder etwas offeriert bekommen habt? Was denkt ihr? Stunden, Tage, Wochen, Monate? Je nach Komplexität. Je nach Komplexität, ja. Aber das interessiert ja schlussendlich den Kunden irgendwo nicht. Er will ja relativ zeitnah etwas in der Hand haben können. Das, was mit dem Kunden abgemacht hat. Das, was mit dem Kunden abgemacht hat. Mhm. Mit dem haben sie das Angebot. Mhm. Und das ist normal. Je nach Sparte, glaube ich, ist es für einen Tag, zwei. Okay. Genau, also das kann von Tagen bis Wochen, je nachdem, gehen, wo das gemacht werden kann. Ich durfte hier ein gutes Beispiel erleben, wie das könnte sein, dass man eben innerhalb von 2 bis 4 Stunden in einem Kunden das auf den Tisch legen kann. Ein bekannter Flur- und Fördertechnikhersteller macht es das so, dass der Verkäufer, wenn er rausgeht, die relevanten Daten schickt er gerade ins Verkaufsinnendienst. Die können innerhalb von diesen 2 bis 4 Stunden gerade das Angebot erstellen und der Kunde hat es nachher gerade. Und was ist der Vorteil von dem, in dieser kurzen Zeit dem Kunden das Angebot vor die Nase zu haben und können es präsentieren? Er hat einen guten Eindruck und geht nicht nach 2 Offerten. Genau, also die Geschwindigkeit entscheidet oder kann entscheiden über den Verkaufserfolg. Und für Sie ist das ein USP, Sie haben gemerkt, wenn Sie schneller sind und die Ersten sind, die das platzieren dürfen, ist die Chance viel höher als der Wettbewerb, der vielleicht 2-3 Tage oder sogar 1 Woche braucht. Und das ist die Reaktionsfähigkeit, das ist die Frage. Ja. Und das ist ganz entscheidend hier. Genau. Jetzt, wenn wir unseren Arbeitsalltag anschauen. Unser Arbeitsalltag besteht bekanntlicherweise aus 2 Teile. Ein Teil, den wir machen, ist wertschöpfende Tätigkeit. Und ein Teil, den wir drin haben, ist Verschwendungen. Jetzt, wenn Sie müssten sagen, aus dem Bauch heraus, wie viel Prozent von meiner Arbeitstätigkeit sind Wertschöpfung und wie viel Prozent ist Verschwendung? Was würden Sie mir da gerade so aus dem Bauch heraus sagen? 70-30, also 70-30. 30-70. Sagt jemand etwas anderes? Nicht einmal so schlecht geschätzt. He? Also je nachdem, wie man es anschaut, ist das ungefähr so das Bild. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja erschreckend. 70% Verschwendungen und 30% nur wertschöpfende Tätigkeit. Kann aber Realität sein. Ja. Und was machen wir oft in unserem System, wenn wir ja merken, wir müssen ja mehr Arbeitsleistung einbringen? Tun wir eine Arbeitsverdichtung machen, oder? Und tun einfach mehr Arbeitsinhalt eindrücken. Was ist denn Gefahr, oder? Ja, aus dem heraus, was kann passieren? Für die Organisation oder für die Mitarbeiter, die haben eine ganze Struktur drin. Qualität kann leiden, oder leiden, genau. Schlägt mir auf den Preis. Kosten, die entstehen. Dauernde Überlast. Dauernde Überlast, ja, ganz wichtig, das haben wir nicht vergessen. Dass man mal kurzzeitige Spitzen hat, das gibt es, das ist normal.
Aber dann muss man schauen, wieder, dass es abflacht und wieder in die Normalität kommt. Oder? Das ist wie ein Gummeli. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Oder? Wenn ihr das Gummeli zu fest belastet, irgendwann lässt es. Und das passiert auch mit dem System. Irgendwann funktioniert der Prozess nicht, die Qualität steht nicht, die Mitarbeiter sind unzufrieden, es kommt zu Krankheitsunfällen und es wird teuer. Also, wäre ja der bessere Weg, wenn wir würden sagen, wir nehmen hier einen Anteil von dieser Verschwendung raus, dann die eliminieren und können die nutzen für wertschöpfende Tätigkeiten. Das ist und wäre der ideale Zustand. Jetzt meine Frage, was ist denn eigentlich die Definition von Wertschöpfung? Was wir überhaupt können, wenn wir verstehen, was ist Wertschöpfung und was ist denn schlussendlich Verschwendung? Ja? Genau. Da kann man ganz einfach sagen, alles, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Alles. Auch wieder ein bisschen schwierig zum Einordnen. Ja. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Genau. Gut. Und was könnte man jetzt sagen im Umkehrschluss, wenn ihr jetzt zum Beispiel heute oben heimkommt und eure Partnerin, Partner und so weiter dürfen erklären, was habt ihr heute gelernt und wie würde man in einem Satz Lean ausdrücken? Was ist denn das? Oder um was geht es denn da im Kern? Schlanke Abläufe in dem, was wir... Eliminierung von Verschwendung. Genau. Verschwendungen eliminieren. Und was ist denn Lean? Grundsätzlich nicht. Was ist Lean grundsätzlich nicht? Wenn man erfolgreich sein will. Mehr Arbeitslast. Mehr Arbeitslast, ja, das genau. Schneller arbeiten. Schneller arbeiten, genau. Wir wollen nicht mehr arbeiten, sondern wir wollen das Richtige arbeiten, genau. Abbau von Personal. Genau. Ganz ein wichtiger Aspekt im Thema, wenn man hier unterwegs ist. Lean ist nicht Abbau und Entlassung von Mitarbeitern. Warum nicht? Wir werden ja durch effizientere Arbeitsabläufe wird man ja, ressourcenfrei bekommen. Und dann hat man ja vielleicht die Situation. Aber warum ist das nicht der richtige Weg? Was passiert denn? Widerstände. Also, wenn die Leute wissen, dass das abbaut wird. Genau, logisch. Also, wir haben gesagt, Lean ist eine Kultur. Ein tägliches daran arbeiten, sich weiterzuentwickeln, ständig zu verbessern. Wenn ich das mache, werde ich so einen grossen Widerstand haben, es wird sich ja niemand in die Lage versetzen und überhaupt sagen, ich gebe eine Idee weiter, die meine Stelle könnte gefördert in Zukunft. Also bitte, nehmen Sie das so mit und überlegen Sie sich, machen Sie sich mal Gedanken, was das heisst, was mache ich mit frei gewordenen Ressourcen. Jetzt haben wir hier ja gesehen, dass wir hier zweiteilig haben. In der Produktion kann man das ganz klar eigentlich ziemlich scharf kann man sagen, das ist Wertschöpfung und das ist Verschwendung. In der administrativen Tätigkeit ist ja die Frage, was ist denn eigentlich Wertschöpfung dort? Wir sagen, alles, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Jetzt ist die Frage, ist der Kunde bereit zu zahlen, für ein Angebot zu erstellen? Ist der Kunde bereit zu zahlen für das Qualitätsmanagement, für Zertifizierungen, für all das, was hier entsteht? Für Entwicklungen und. Man muss sich immer die Frage stellen. Und jetzt am Beispiel von mir. Was sind Sie bereit zu zahlen? Sind Sie bereit zu zahlen, die Vorbereitungszeit, die ich investiert habe für heute? Nein, interessiert Sie glaube ich nicht, oder? Sondern Sie erwarten einfach die Zeit, die halbe Stunde, den Inhalt, der kommt, für das sind Sie bereit zu zahlen. Oder? Das ist die Wertschöpfung. Alles andere, was rundherum abspielt, das ist dann mein Problem. Und genau das ist in der administrativen Tätigkeit natürlich auch ein Thema. Oder? Wir können es ganz provokativ und sagen, in der administrativen Bereich gibt es keine Wertschöpfung. Okay. Was man aber nicht verwechseln ist Wertschöpfung mit Wertschätzung gegenüber der Arbeit oder der Mitarbeiter. Also, das haben wir gesehen, Verschwendungen, die wollen wir eliminieren. Wertschöpfungsanteil wollen wir optimieren, wollen wir steigern. Und wenn wir in den administrativen Bereich unterwegs sind, gibt es
nicht werterhöhende Tätigkeiten, die müssen einfach gemacht sein, damit das Gesamtsystem funktioniert. Und die wollen wir einfach so weit optimieren, dass die schnell, einfach können, erfolgen können. Das ist ganz wichtig, dass man das hier so mitnimmt. Jetzt haben wir uns über Wertschöpfung unterhalten. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, was ist eine Verschwendung? Und damit wir gemeinsam in Sprache reden, hat Toyota mal die 7 Verschwendungsarten entwickelt und in Neuzeit noch plus 2. Und die unterscheiden sich nicht wesentlich von der Produktion oder von der Administration. Und das ist noch ein ganz wichtiger Input. Oder? In der Produktion hat man sehr viele Instrumente und Sachen, die funktionieren. Man muss sich jetzt einfach überlegen, welche Instrumente von dem kann ich adaptieren und welche funktionieren auch noch in der Administration. So grosse Unterschiede ist es schlussendlich nicht, weil im Kern ist es nämlich immer das Gleiche. Also im Zentrum haben wir ja die Überproduktion oder eben Überinformation, Doppelarbeiten und so weiter. Die Mutter aller Verschwendungsarten. Dann Fehlernacharbeit, die entstehen kann, wenn eben gewisse Datenqualität nicht stimmt, wenn gewisse Sachen nicht richtig hinkommen. Bestände in der Administration. Das sind Arbeitsbestände, sind Projektbestände, sind Bestände im System und so weiter. Das ist mit dem Thema gemeint. Bewegung. Im administrativen Bereich ist vielleicht weniger Bewegung, die ich habe mit irgendwelchen Kugelschreiber suchen oder greifen, sondern es ist mehr die geistige Bewegung auch gefragt. Telefon, E-Mail, Arbeit und so weiter. Multitasking ist auch ein Thema, oder Bewegung im System, ich muss dort suchen und so weiter. Transport, Informationsübertragung und schlussendlich dann ungeeignete Arbeitsprozesse und Organisationsformen. Stichwort Meetingkultur könnte da reinfallen. Wartezeiten. Wir warten immer. Wir warten auf Informationen, wir warten auf Material, wir warten auf Personal, wir warten auf Meetings, zum Beispiel auf die Sitzung, die pünktlich anfangen und so weiter. Also das sind die 7 Verschwendungsarten, die zentral sind. Die finden Sie selbstverständlich auch auf der Rückseite auf Ihrem Klemmbrett, wo immer wieder muss präsent sein muss, dass man das nachher kann, umsetzen kann. Und in der Neuzeit haben wir noch plus 2 Verschwendungsarten dazugenommen. Nicht nutzen von Mitarbeiterwissen. Was heisst das? Ich habe eine Frage. Was produziert Toyota? Auto. Toyota entwickelt und produziert Mitarbeiter, damit sie können Auto bauen. Also das ist ganz wichtig. Im Zentrum stehen Mitarbeiter, müssen sie entwickeln, dass sie befähigt sind, können das machen, was wir eigentlich schlussendlich wollen erreichen. Da nicht einhalten der Normalleistung. Was heisst das? Ich habe ein kleines Beispiel. In einem grossen Pharmaunternehmen habe ich mal einen Prozess anschauen, wo ca. 12 Leute an einer U-Bahn gehockt sind und gewisse Sachen in ein Kit abgesteckt haben und bereit gemacht haben, zum Verpacken und Verkaufen. Und sie haben gesagt, sie mögen da nicht mehr nach, es ist absolut das Top-Produkt und wir sind da völlig überlastet. Gut, wir haben den Prozess angeschaut, beobachtet und um 5 vor 9 Uhr ist das Band abgestellt worden. Die 12 Leute sind aufgestanden und sind davon gelaufen. Gut, Pause, ja, selbstverständlich, Pause muss auch sein, klar. Hat dann der Teamleiter gefragt, ja, wie lange haben die Pause? Ja, was meinst du jetzt? Offiziell oder inoffiziell? Ich sagte, gut, offiziell, 15 Minuten. Was denken Sie, wenn sind die Leute wieder an ihrem Arbeitsplatz gesehen? Wann ist das Band wieder gelaufen? 9:30. 9:30, also 40 Minuten. 40 Minuten Verschwendung. Also nicht 40, 15 Minuten Pause. Aber wenn man dann sagt, wir mögen nicht nachher, oder? Also man muss nur einmal hinschauen und halt Normalleistung einfordern. Und dann hat man schon wieder ein paar Minuten gewonnen. Ja. Ohne dass irgendetwas muss mehr machen muss. Das ist ein kleines Beispiel zu dem Thema. Was wollt ihr das sagen? Was sagt uns das Zitat? Also wenn der Input oder die Qualität und der Prozess nicht stimmt, dann kann auch hinten nicht wirklich etwas Gutes rauskommen. Oder im Umkehrschluss, alle reden heute von Industrie 4.0, Digitalisierung. Was ist das überhaupt? Wie macht man das?
umfassendes Thema, überall präsent, aber sehr wenige wissen eigentlich, was es bedeutet. Also bevor ich irgendetwas digitalisieren kann, muss ich einen top-analogen Prozess haben, mit einer top-Durchlaufzeit, keine Verschwendungen drin und einfach, wir haben es gehört, Einfachheit macht es schlussendlich, damit man in dieser Größe einer Organisation sich überhaupt Schlag finden mit allen Prozessen, die wir haben, dass das eben schlank funktioniert. Und das ist ganz wichtig. Also darum, eine wichtige Erkenntnis, die Sie dürfen mitnehmen oder sollen mitnehmen. Lean ist Grundlage und Basis für Industrie 4.0. Also wenn ich einfach probiere, komplexe, nicht funktionierende Prozesse zu digitalisieren, das Gefühl habe, nachher bin ich ein Top-Unternehmen, dann hat man auch Weg verloren. Was sagt uns das Bild? Unser Arbeitsalltag, unsere Hektik vergessen wir sehr oft, vor allem als Führungskraft, wieder hinzuschauen, sich Zeit nehmen und am Gemba, am Ort des Geschehens, zu schauen, was läuft überhaupt. Was läuft gut? Das erste Mal. Zweitens, was läuft eben nicht so gut? Wo haben wir das Potenzial? Und dann nachher auch den Mitarbeitern Zeit zu geben, das Potenzial umzusetzen, zu realisieren. Es nützt niemandem etwas, wenn man darüber redet und flipchartweise Potenzial hat, aber es passiert nichts. Das ist ganz wichtig. Dazu gehört natürlich Kultur. Und für Kultur gibt es immer zwei Aspekte. Da gibt es ein Führungsmuster, das dazu führt, dass wir hier unten ein Handlungsmuster haben von Mitarbeitern. Wir haben jetzt verschiedene Punkte. Das ist das Handlungsmuster der Mitarbeiter A. Und dann haben wir noch das Handlungsmuster von anderen Mitarbeitern. Gut. Und jetzt, wenn wir ja Kultur ausrichten wollen, muss das Führungsmuster, gesamtheitliches Verständnis, vorhanden sein. Und da unten muss man es nachher auch im Handlungsmuster können umsetzen und spüren. Damit wir das können, mal geschwind erleben, bitte ich euch ganz einfach, wir müssen schauen, ob ihr das könnt, das rechte Bein so ein bisschen anwinkeln und das probieren im Gegenuhrzeigersinn zu kreisen und dann mit der rechten Hand und Zeigefinger probieren, ein 3 zu machen. Was passiert? Geht das? Genau. Also, jetzt habt ihr das erlebt, was es heisst. Führungsmuster, Handlungsmuster, die man plötzlich auseinander trifft. Wenn eine Führungskraft 3 sagt, eine 10 und eine irgendetwas anderes, dann werden wir es nicht schaffen, hier unten mehr grüne Punkte zu bekommen. Also das ist mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Top-down muss das Commitment und Führungsverständnis vorhanden sein. Und dann, wenn ich hier unten mal ein paar Pflänzchen gesetzt habe, entwickelt sich das dann so ein bisschen wie ein Virus, das sich hier übergreift und die anderen infiziert. Und das Ziel ist, keine rote mehr zu haben, sondern schlussendlich nur noch alles grüne und alle haben das gleiche Handlungsmuster. Das andere Beispiel, Zähneputzen, tun wir ja in der Regel 2 Mal am Tag. Machen wir eigentlich automatisch, müssen gar nicht mehr darüber nachdenken. Das ist aber nicht so, wenn wir als Baby auf die Welt gekommen sind und das auf unseren Genen ist. Die Kinder haben, wissen, dass das manchmal ein harter Kampf sein kann. Da haben wir eine gute Führungskraft gehabt, unsere Eltern. Die haben uns immer wieder gecoacht und immer wieder gesagt, Zähneputzen. Und irgendwann ist es selbstverständlich geworden. Und genau das müssen wir mit dem Thema Lean hinbringen, die Kultur der Verbesserung, dass wir lernen, dass es automatisch in unserem Unternehmen verankert ist. In dem Sinn, packt es an, nützt die Chance und fängt morgen an mit Lean. Am besten nicht nur administrativ oder Produktion, sondern gesamtheitlich ein Top Lean Enterprise zu werden. Danke vielmals.